Wenn euch dieses Video gefällt, dann denkt doch bitte daran, ein Like zu geben. Und wenn euch der Kanal gefällt, dann könnt ihr auch liebend gerne abonnieren. Ansonsten viel Spaß mit dem Video. Der meistgeächtete Mann zu Lebenszeiten hörte auf den Namen Shabriri. Er war verurteilt, die schlimmsten Dinge getan zu haben, die sich ein Mensch nur vorstellen konnte. Verrat, Hinterlist und Mord waren nur einige davon. Und all seine Beweggründe dahinter, so erschreckend wie auch banal. Er tat es einfach, weil er es tat. Er brauchte keinen Grund. Er tat es einfach. Es dauerte, doch es gelang. Shabriri konnte schließlich gefasst werden und wurde in einer dunklen Kerkerzelle eingesperrt. Tage vergingen und es würde wohl das Beste sein, wenn er in dieser Kerkerzelle dort unten einfach vergessen werden würde. Keine Hinrichtung war nötig. Es war das Beste, wenn die Menschen ihn einfach vergessen würden. Doch das Schicksal hatte einen anderen Weg gewählt. Die Wachen begannen in den folgenden Tagen ein seltsames Murmeln und Gewisper zu vernehmen. Man musste nicht lange überlegen, wo dies herkam. Schließlich war Shabriri der einzige Gefangene. Als man nachsah, über was er da vor sich hin brabbelte, stellten die Wachen etwas Schreckliches fest. Seine Augen. In ihnen glimmte etwas Unheimliches. Ganz gleich, mit was er im Bunde stand. Es war nichts Gutes. Und die Wachen zögerten nicht, verängstigt vor dem, was sie sahen. Betraten sie seine Zelle. Sie packten ihn und quetschten ihm bei lebendigem Leib die Augen aus dem Schädel. Das Unheimlichste war, als dies geschah, zeigte er dabei keinerlei Regung. Er wimmerte nicht einmal, setzte nur weiter sein unheilvolles Gewisper und Gemurmel fort. Doch die Wachen waren sich sicher, dass er nun ohne seine Augen keine Gefahr mehr darstellen würde. Wie falsch sie doch lagen. Tage vergingen. Man ignorierte den wahnsinnig gewordenen Spinner in seiner Zelle. Doch als man es schließlich bemerkte, war es bereits zu spät. In Shabriris leeren, schwarzen Augenhöhlen war etwas aufgetaucht. Kleine, gelbe Flammen. Flammen, die ihn den Weg weisen sollten. Dies war die rasende Flamme. Man entschied sich daraufhin um. Von lebenslänglicher Haft in einer Zelle sollte er, so schnell es nur ging, hingerichtet werden. Die Menschen fürchteten sich vor ihm und bereits am folgenden Tag wurde ihm sein Leben genommen. Doch an diesem Zeitpunkt bereits war es schon zu spät. Shabriri hatte sich bereits der Flamme des Chaos, der rasenden Flamme, verschrieben. Selbst nach seinem Tod würde seine Seele jener Flamme weiter dienen. Sobald irgendwo eine Person in größter Verzweiflung oder gar dem Wahnsinn nahe ist, hier den Tod finden würde, wäre sie geschwächt genug und Shabriris Geist könnte in dessen Körper einfahren, um sein teuflisches Werk fortzusetzen. Und so geschah es auch schließlich. Seine Wahl fiel auf einen Mann mit dem Namen Jura, der im Tode nahe der Verzweiflung anheimgefallen war. Er war auf seiner Aufgabe gescheitert gewesen, seine einst Geliebte aufzuhalten. Er war geschwächt genug. Er wurde zu der neuen Hülle von Shabriri. Jener hatte schließlich keine Zeit zu verlieren. Die Zeit war so günstig wie noch nie. Und ein anderer böser Geist hatte bereits jemanden ausfindig gemacht, der vielleicht würdig gewesen wäre, die große Flamme des Chaos zu entzünden, um die Welt in ihren Flammen zu ertränken.
Jabriri machte sich daraufhin auf den Weg. Er musste diesen Befleckten finden, um ihn mit Lügen in die richtige Richtung zu weisen. Er erzählte ihm, dass er auch sein eigenes Leben geben könnte, dass seine Fingerjungfer sich dabei nicht opfern müsste. Er könnte ihr Leben retten, der große Held. Er würde ihnen den Weg gar weisen, zu den drei Fingern, die Manifestation der rasenden Flamme. Und wenn gar dieser Befleckte der eine wäre, der Würdige, dann würde er die Umarmung der drei Finger empfangen, würde ihr Mal auf seinen Körper tragen und würde gar die Welt von der rasenden Flamme reinigen lassen. Die Welt wäre schließlich wieder rein, ein friedlicher Ort, an dem nur noch Asche zurückbleibt. Einst gab es einen tapferen Ritter, mit den Ambitionen der nächste Eldenfürst zu werden. Der Name jenes Ritters war Vaik, und seine Ambitionen kamen nicht von ungefähr. Er war ein äußerst geschickter Krieger, und zugleich war er mit den Drachen befreundet, welchen den uralten Drachenkult angehörten. Dies war eben jener Kult, welcher von Fortisax und Godwin einst ins Leben gerufen wurde, ein Bündnis zwischen Drachen und Menschen. Jenem Kult gehörte auch einst Vaik an. Der Drache Fortisax hatte einst eine Schwester mit dem Namen Landsax. Um mit den Menschen besser zu kommunizieren, nahm sie die Form einer menschlichen Priesterin an. Während jener Zeit fiel ihr Augenmerk auf Vaik und die beiden wurden gute Freunde. Vaik schaffte es gar, die Gunst von Landsax die seine zu nennen, weshalb sie ihm ihre ureigene Drachenkraft zuteil werden ließ. Fortan wurde Vaik der Drachenspeer genannt. Landsax liebte Vaik über alles, und mit jener Macht, die sie ihm verlieh, sollte sein Triumphzug beginnen. Vaik begann seine Reise als ein Befleckter, an seiner Seite eine Fingermaid, die ihm dabei helfen sollte, sein Schicksal zu erfüllen. Mit Hilfe der Macht zu dem von Landsax schien es so, als könnte nichts und niemand diesen Ritter mehr stoppen. Vaik kämpfte und trotzte allen Gefahren, die sich ihm entgegenstellten. Und schon bald gar wurde er zum Ritter der Tafelrundfeste ernannt. Man schrieb ihm gar die Ambition zu, der nächste Eldenfürst zu werden. Und er war diesem Ziel auch gar nicht mehr so weit entfernt. Er kämpfte sich mit der Fingermaid an seiner Seite bis an die Spitze des Berges der Riesen, dort, wo der Hochofen war. Der Hochofen, der jene Flamme barg, mit der man den Eldenbaum selbst in Flammen setzen konnte. Und genau hier war es, wo sich das Schicksal von Vaik entscheiden sollte. Der einst so Ambitionierte machte eine folgenschwere Entscheidung. Um den Erdbaum in Flammen aufgehen zu lassen, hätte sich Vaiks Fingermaid in die Flammen werfen müssen. Nur so wäre es möglich gewesen, den Baum in Flammen aufgehen zu lassen. Jedoch wollte Vaik dies nicht. Hatten er und die Fingermaid sich schließlich auf ihrer langen Reise ineinander verliebt. Wenn sie sich in die Flammen stürzen würde, würde dies ihren Tod bedeuten. Etwas, das Vaik nicht akzeptieren wollte.
So suchte Vaik also verzweifelt nach einer anderen Möglichkeit. Eine Möglichkeit, wie seine Maid mit dem Leben davonkommen könnte. Doch das Unterfangen schien aussichtslos. Es gab keine andere Möglichkeit. Sie musste sich opfern, oder der Erdbaum bliebe unzugänglich. Doch eines schicksalshaften Tages sollte Vaik jemanden begegnen, der ihm eine andere Möglichkeit offenbarte. Vaik begegnete Shabriri, welcher ihm erklärte, dass es eine andere Flamme gab, die rasende Flamme, tief versteckt unter der Hauptstadt, hinter einer Kammer versiegelt. Jene Flamme wäre auch dazu in der Lage, den Baum in Flammen aufgehen zu lassen. Seine Maid müsste sich dabei nicht opfern, jedoch er selbst. Vaik fasste also daraufhin den Entschluss, von einem auf den anderen Tag, dass er sich selbst opfern würde, um seine Geliebte zu retten. Um ihr zumindest den Tod durch die Flammen zu ersparen. Er tat dies alles so schnell, dass noch nicht einmal seine Maid von seinem Vorhaben wusste. Und Vaik kämpfte sich schließlich bis in die tiefste Kammer vor und empfing Audienz beim Fürsten bei den drei Fingern der rasenden Flamme. Die drei Finger umschlossen Vaik, teilten die Macht der rasenden Flamme mit ihm. Jene Macht jedoch sollte Vaik in den Wahnsinn treiben. Zunächst jedoch konnte er dieser Macht noch widerstehen, machte sich auf zurück zu seiner Maid, doch als er bei ihr wieder angekommen war, fand er sie erstochen vor. Ob sie sich dies selbst angetan hatte oder jemand anders ist unklar. Sicher jedoch war, dass dieser Anblick dazu führte, dass der Geist von Vaik zerbrach und er sich dem Wahnsinn voll und ganz hingab. Vaik hatte all seine Ambitionen verloren, weggeworfen aus Liebe. Doch war er letzten Endes zu einem Gefäß der rasenden Flamme geworden, potenziell vielleicht sogar einst zum Fürsten der rasenden Flamme fähig. Konnte er jedoch niemals, vermutlich aus Liebe, selbst nach dem Wahnsinn, nie die letzte Ruhestätte seiner geliebten Maid verlassen und hält sich noch bis heute dort auf. Dies ist die tragische Geschichte von Vaik, dem Mann in der Fingerabdruckrüstung. Jener Mann, der einst befähigt gewesen wäre, ein Eldenfürst zu werden, welcher von seinen eigenen Gefühlen gestoppt wurde und letzten Endes dem Wahnsinn verfallen war. Doch zum Glück konnte vielleicht gar seine Liebe zu seiner Maid Schlimmeres verhindern, war er selbst dem Wahnsinn verfallen, doch nicht in der Lage, ihre Ruhestätte zu verlassen. Vaik hatte in kürzester Zeit alles verloren, alles aus Liebe und einer falschen Entscheidung. Nach dem Tod eines jungen Mädchens mit dem Namen Irina, welches angeblich von wilden Bestien in den Landen dazwischen hingerichtet wurde, erschien kurze Zeit daraufhin später eine äußerst mysteriöse Frau, welche Irina bis auf das letzte Detail glich. Der Name jener Frau war Hayetta. Hayetta war ein perfektes Ebenbild von Irina und wurde angeblich zufälligerweise ebenso mit einem sehr schlechten Augenlicht geboren. Hier war es das allerdings auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Während Irina ein hilfloses, blindes Mädchen war, das in einer Bitte eines Briefes ihren Vater dazu aufforderte, zu ihr zurückzukehren, hatte Hayetta eine Pilgerreise angetreten. Hayetta durchstreifte auf ihrer Pilgerreise die Lande dazwischen, wurde dabei gelegentlich in der Barmherzigkeit anderer Reisender mit Shabriri-Trauben versorgt, welche sie zu sich nahm. Jene Trauben, so sagte sie, hatten einen süßlich scharfen Geschmack und hatten gar noch einen anderen Effekt auf sie. Immer nach dem Verzehr einer jener Trauben konnte sie vor ihrem geistigen Auge ein Licht ausmachen, ein gelbliches Schimmern,
das ihr den Weg weisen sollte. Den Weg, um eine Fingerjungfer zu werden. Denn dies war schließlich, angeblich, ihr großer Traum. So durchstreifte Hayata die Lande dazwischen, stieß dabei immer auf Barmherzige, die ihr Schabriri-Trauben zum Verzehr darbrachten, und einer von ihnen war ein ganz bestimmter Befleckter. Denn die Wege von Hayata und dieses Befleckten sollten sich mehrmals auf ihrer Reise kreuzen. Jener Befleckte überbrachte ihr ebenfalls Schabriri-Trauben, die er auf seiner Reise fand. Sie erklärte ihm daraufhin, dass sie fest davon überzeugt war, dass jenes gelbe Licht, das sie nach dem Verzehr jener Trauben sah, das führende Licht für sie war, das ihr den Weg weisen sollte, um eine Fingerjungfer zu werden. Doch eines schicksalshaften Tages stellte Hayata sich eine bedeutende Frage. Oder besser, sie stellte dem Befleckten eine sehr wichtige Frage. Sie fragte sich, aus was diese Schabriri-Trauben überhaupt gemacht seien. Hatten sie nicht die Konsistenz von einer Frucht? Und jener Befleckte sagte ihr unverblümt die Wahrheit, dass es sich bei Schabriri-Trauben nicht um Früchte, sondern tatsächlich um menschliche Augäpfel handelte. Augäpfel von Menschen, die einst befallen waren, von der rasenden Flamme, dem Wahnsinn anheimgefallen. Spätestens hier sollte klar sein, dass jenes gelbe Licht, das Hayata vor ihrem geistigen Auge vernommen hatte, keinerlei Licht war, das sie den Weg wies, sondern stets nach dem Verzehr eines Augapfels ein Teil des Wahnsinns auf ihr übergegangen war. Ihr zwar den Weg wies, jedoch ins Ungewisse, niemals dafür gedacht, sie dahin zu leiten, um eine Fingerjungfer zu werden. Und wenn, dann keinesfalls eine normale Fingerjungfer, sondern die eines ganz bestimmten Fürsten. Als Hayata schließlich die schreckliche Wahrheit erfuhr, musste sie sich übergeben. Übergeben deswegen, dass sie all die Zeit über von Fremden mit Augäpfeln gefüttert wurde. Doch war dies vielleicht gar nur ein schlechtes Schauspiel und schon von langer Hand geplant, um einen bestimmten Befleckten auf eine ganz bestimmte Route auf seiner Reise zu führen. Hayata war von Anfang an schließlich nicht die, die sie vorgab zu sein. Hatte sie doch die exakt selbe Gestalt wie ein armes, ermordetes Mädchen. Erzählte, dass sie in ihrer vollkommenen Blindheit die Lande dazwischen, welche gesäumt mit Monstern und Gefahren waren, alleine durchpilgerte und da auch noch überlebte. Sehr seltsam. Sie erzählte zudem, dass sie auf ihrer Pilgerreise, wenn sie anderen Reisenden begegnet war, jene Reisende ihr sanft über die Augen strichen und mit warmen, freundlichen Händen ihr Schabriri-Augäpfel in die Hand legten, damit sie diese zu sich nehmen konnte. Nachdem jedoch Hayata schockiert feststellte, was ihr all die Zeit über widerfahren war, hatte sie sich schließlich daran gewöhnt, jene Schabriri-Augäpfel zu sich zu nehmen und beschloss, ihren Weg fortzuführen. Doch gab es nun ein Problem. Gewöhnliche Schabriri-Trauben oder Augäpfel reichten nicht mehr aus, um ihr den Weg durch die Lande dazwischen zu weisen. Sie brauchte die Augäpfel von etwas sehr viel Mächtigerem. Von jemandem, der einst die Berührung des Herrschers der rasenden Flammen selbst vernommen hatte. Und tatsächlich gab es jemanden in den Landen dazwischen, dem dies widerfahren war. Der Name jenes Mannes war Weig. Einst gehandelt als der nächste große Eldenfürst, ein großartiger Hoffnungsträger, der jedoch quasi über Nacht dem Wahnsinn verfallen war, durchstreifte nun die Lande, und er wurde einst tatsächlich von dem Herrscher der rasenden Flammen berührt und somit gesegnet mit der rasenden Flamme selbst. Würde sie gar in den Besitz einer seiner Augäpfel kommen und eines davon verzehren können, fände sie ganz bestimmt den Weg, den geheimen Pfad, dort, wo sich der Fürst der rasenden Flammen im Lande dazwischen verbirgt, um dort letzten Endes zu einer wahrhaftigen Fingerjungfer
der rasenden Flamme zu werden. Sie sollte auf ihrer Reise abermals auf diesen einen Befleckten treffen, welcher Vaik begegnet war und ihm seine Augäpfel entledigt hatte. Nach dem Verzehr jener besonderen Augäpfel von jemandem, der die Berührung des Fürsten des Wahnsinnes vernommen hatte, konnte Hayeta schließlich nicht einfach nur ein vages Licht vernehmen. Nein, sie hatte ihren Pfad direkt vor ihrem geistigen Auge und wusste ganz genau, wohin sie nun gehen musste. Ganz gleich, wie seltsam das auch klingen mochte. Nach dieser Begegnung sollten sich die Pfade des Befleckten und Hayeta ein allerletztes Mal kreuzen und dieses Mal an dem wohl ungewöhnlichsten Ort, den man sich wohl nur vorstellen konnte. Ein Ort, dem man nicht glauben mochte, dass ihn jemals jemand ohne Augenlicht erreichen würde. Ein allerletztes Mal sollten sich die Pfade des Befleckten und Hayeta an dem wohl ungewöhnlichsten Ort kreuzen. Hayeta stand vor den Toren des Fürsten der rasenden Flamme. Sein Gefängnis war viele, viele hunderte Meter versteckt unter der Hauptstadt Lindell. Jener Pfad war lebensbedrohlich, selbst für Leute mit sehendem Auge. Es ist fraglich, wie dann ein Mädchen ohne Augenlicht es unbeschadet, angeblich, bis vor diese Kammer geschafft haben soll. Doch nicht nur das. Sie soll angeblich gar eine Eingebung gehabt haben, die ihr das Geheimnis verriet, wie die Tore zum Gefängnis des Fürsten der rasenden Flamme geöffnet werden konnte. Danach würde sie endlich zu der Fingerjungfer der rasenden Flammen werden können. Der Befleckte müsste nur noch ihren Anweisungen folgen, solle es ein Anliegen sein, dem Fürsten der rasenden Flammen entgegenzutreten. Würde er schließlich dies tun, würde der Befleckte zum Träger der rasenden Flamme und zum nächsten Fürsten, welcher diese über die Welt verbreiten würde. Würde er als der Träger der Flamme aus dem Gefängnis des ehemaligen Fürsten austreten, so solle er doch Hayeta berühren, ihre Augen berühren, damit diese schließlich dazu in der Lage wären, eine wahre Fingerjungfer des Fürsten der rasenden Flamme zu werden. Dies jedoch sollte sich als fataler Fehler herausstellen. Denn würde der Fürst der rasenden Flammen ihre Augen berühren, würden diese zu brennen beginnen, würden nicht mehr aufhören zu brennen, bis schließlich Hayeta selbst zugrunde gehen würde an den rasenden Flammen selbst. Jedoch wäre dies gut, denn dies ist das größte Ziel, das die rasende Flamme selbst verfolgt. Sämtliches Leben in den Landen dazwischen und darüber hinaus ausrotten. Und allerspätestens hier sollte sich zeigen, dass Hayeta niemals dafür bestimmt war, eine Fingerjungfer zu werden. Ihre Aufgabe war es, einen ganz bestimmten Befleckten zum Gefängnis des Fürsten der rasenden Flammen zu führen, damit dieser einen neuen Wirt bekam, um die rasende Flamme über die Welt zu bringen. Und dies alles unter dem angeblichen Deckmantel einer hilflosen, blinden Jungfer, deren Ziel es doch nichts weiter war, als jemals selbst eine Fingerjungfer zu werden. Hayeta, wenn man dieses Wesen so nennen mochte, war nichts weiter als eine Schachfigur in einem viel größeren Spiel. Ein viel, viel größeres Spiel, das vielleicht gar das Ende der Welt besiegeln sollte. Kale gehört zu einem Nomadenstamm, welchem einst ein schreckliches Schicksal zuteil wurde. Einst wurde jener Nomadenstamm als die große Karawane bezeichnet. Es waren einst sehr, sehr viele Nomaden, die sich zusammengeschlossen hatten und in einer riesigen Gruppierung die Lande dazwischen bereist hatten. Jene Nomaden waren umtriebige Händler, die nur zu gerne Handel mit jenen trieben, denen sie auf ihrer Reise durch die Lande dazwischen begegnet waren.
Schon zu jenem Zeitpunkt stellte man sich die Frage, warum jene Händler sich niemals lange an einem Ort aufhielten und wohl ohne Ruhe und Pause ihre niemals enden wollende Karawanenreise fortführten. Der Grund dafür war ein tragischer. Vor unaussprechlich langer Zeit wurde ein Fluch über diese Karawane gelegt. Jedes Mitglied von ihnen stand in Verbindung mit der rasenden Flamme. Und solange die Nomaden nie lange an einem Ort verblieben, konnten sie der Einwirkung der rasenden Flamme trotzen. Ihnen war es sogar möglich, bis zu einem bestimmten Punkt die Macht der rasenden Flamme zur Selbstverteidigung einzusetzen. Würden sie jedoch gezwungen werden, länger an einem Ort zu bleiben, würde die Macht der rasenden Flamme wachsen und schon bald wären sie nicht mehr in der Lage, dieser beizukommen und im Wahnsinn verfallen. Man erzählt sich gar hinter verschlossenen Türen, dass die Karawane einst allesamt Mitglieder jenes Dorfes waren, in dem einst das Unheil Shabriris seinen Anfang nahm. Dies sind jedoch nur Gerüchte und wilde Spekulationen. Tatsächliche Hinweise darauf gibt es nicht. Jedoch steckt vielleicht auch ein kleines bisschen Wahrheit hinter dieser Annahme. Heute bereisen nicht mehr viele Nomaden die Lande dazwischen. Dies hat einen guten Grund, denn einst kam dem Königshaus von Lindel, insbesondere Marika, die unheimliche Macht der Nomaden zu Ohren, dass sie die Flamme des Wahnsinns in sich trugen. Dies wäre eine schreckliche Macht in den falschen Händen, und was wäre nur, wenn sich eines Tages diese Nomaden gegen sie wenden würden? Dies wäre eine schreckliche Gefahr für den Erdenbaum. Schiere Ketzerei, die nicht geduldet werden durfte. So wurde es also beschlossen. Die Krieger von Eochheit wurden damit beauftragt, Jagd auf die Nomaden der Karawane zu machen. Ihr Auftrag war es, alle Nomaden zusammenzutreiben. Jene, die sich sträubten, durften an Ort und Stelle umgebracht werden. Daraufhin wurden die Nomaden nach Lindel gebracht. Ihnen wurde allerdings kein Prozess angeboten. Nein, sie wurden tief unterhalb der Erde, gar noch tief unterhalb der Kanalisation, in einer verborgenen Kammer weggesperrt, wo sie ihr unsägliches Ende finden sollten. Fast alle, die nicht dem Hungertod erlegen waren, würden dem Wahnsinn anheimgefallen sein, da sie sich nicht mehr an Ort und Stelle fortbewegen konnten, sondern die Macht der rasenden Flamme immer weiter an ihnen heranwuchs. In ihrer Verzweiflung begannen viele der Nomaden, an die rasende Flamme zu beten, im Wunsch nach Rache selbstverständlich. Was die Nomaden nicht wussten, war, dass der Herold der rasenden Flamme, die sogenannten drei Finger, ihnen näher war, als sie vielleicht vermuteten. Denn dieser befand sich nur wenige hundert Meter tiefer unterhalb ihres eigenen Gefängnisses. So blieb den Nomaden nichts mehr anderes übrig, als die drei Finger mit ihrem Wahnsinn bis zu ihrem Tode zu nähern. Zwar spendet es den verstorbenen Nomaden niemals Trost, doch auch die Krieger Eochheits sollten schon alsbald vom Königshause Lindels hintergangen werden. Jene Krieger Eochheits, die in der Lage waren, die Träger der rasenden Flamme zu bezwingen, trugen eine unheimliche Macht in sich. Eine Macht, die ebenfalls vielleicht eines Tages eine potenzielle Gefahr hätte sein können. So wurde beschlossen, diesen bereits angeschlagenen Verbündeten mit der Armee Lindels aus der Geschichte zu tilgen. Zwar glaubte man, einst alle Nomaden gefasst zu haben, doch das stimmte nicht ganz. Ein paar wenigen gelang es, sich an den Menschen undenkbarsten Orten zu verstecken. Dort trieben sie vorsichtig Handel, bewegten sich aus ihren Verstecken hin und wieder weg. All dies natürlich, um in erster Linie zu überleben, versorgten sie doch tapfere Befleckte und Abenteurer noch mit weitaus mehr. Denn als Nomaden kamen sie viel rum und kamen an vielerlei Informationen, die sie nur allzu gern niederschrieben und für den richtigen Preis an Abenteurer weitergaben. Jene Informationen waren stets hilfreich und könnten vielleicht eines Tages dem ein oder anderen tapferen Recken auf ihrem Bestreben dabei helfen, ihr Ziel zu erreichen.
Dies war die Art der Rache, die den Nomaden noch blieb. Denn ihnen selbst fehlte es an körperlicher Stärke, um etwas in der Geschichte noch ausrichten zu können. Waren sie so weit verstreut. Doch mit ihren Informationen gelang es vielleicht eines Tages, einen, sich den höheren Willen zu stellen und so auch in ihrem Namen Rache zu vollüben. Und nun sind wir bei der Endcard angelangt. Hier könnt ihr ganz gemütlich entweder einfach das nächste Video bzw. die nächste Playlist starten. Ihr könnt mich abonnieren, dort so einfach auf mein kleines, schickes Avatar-Bildchen klicken. Oder wenn ihr mich unterstützen wollt, könnt ihr auch auf meinen Patreon-Kanal gehen und da mein persönlicher Patron werden. Natürlich gibt es da auch bestimmte Rewards, die ihr da erreichen könnt. Oder ihr könnt auch einfach nur, sagen wir, eine kleine Seele in den Hut werfen und mir eine Freude machen. Und nun, vielen Dank für eure Zeit. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, vergesst nicht ein Like dazulassen und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis bald.